Im Gerichtssaal steht der Fuchs. Am Arsch fehlt ihm der Haarbewuchs. Der Richter fragt, wie kann das kommen? Dazu der Fuchs noch ganz benommen. Er hat von hinten mich genommen. Der Bär sagt, was du mieses Schwein, ich soll das gewesen sein, ich war den ganzen Tag allein. Ich stehe auf, ziehe ein knatschgelbes Regencape an und dann war es ein Stinktier oder Fisch. Mein Hinterteil riecht fürchterlich. Schreien im weiten Himmel! Entschuldigung. Ich habe gewurstet, sagte er. Die stürmt dann täglich mit gefährlichem Halbwissen und kläglich ausformulierten Fragen über die thesaurierte Gewinnschnauze, § 34a STG oder AO, direkt in mein Büro. Und ich dann so... Der Blauwal-Welpe Tupperwal, der hat als Freund einen Wupperaal. Ich war's nicht, sagt da der Aal. Für andere ist es zwar normal, ich vögle jedoch nie anal. Ich bekomm Panik und werf keinen Freund. Ach, Meter durch die Nacht! Sagte er, und während er die silberne Haube von dem Teller, auf dem seine Blutwurst lag, nahm, sprach er feierlich: Willkommen auf meinem Niveau. Den lernte er beim Walisch-Flennen in einem Onsing-Forum kennen. Das war ein Werbetext für Granini. Kennt ihr den Saftladen? Nach viel empathisch hin und her reicht Onsing-Schnattern keine mehr. So schnell dreht sich alles wieder um dich. Dabei ging es doch eben noch um mich. Und so beschließt Klein Tupperwal: Sex. Sex wie die Hengste. Doch denkste. Ich schwimmt zum Aal nach Wuppertal. Kunst kommt von Können, sagten die drei Weisen, und käme es von Wollen, dann müsste es wohl Wulst heißen.